Hallo und herzlich willkommen bei Minishoki. Ich bin der Nico und heute machen wir zusammen diese super köstliche Patisserie. Und zwar ist das ein dunkler Schokoladenmus mit Fichtelnadelöl. Genau, und ich zeige euch jetzt heute, wie das geht. Es ist wirklich sehr einfach und vor allem es ist mal etwas Spezielleres, nicht so alltägliches und passt auch sehr gut zur Vorweihnachtszeit. Für unsere Patisserie brauchen wir einmal dunkle 65%ige Kuvertüre, Vollei, etwas Zucker, unser Fichtelnadelöl, Schokoladenbiskuit, dann Vollrahm, der noch geschlagen wird, dann Gelatine und für das Gelee brauchen wir dann Heidelbeeren und Sauerkirschpaste und Wasser mit etwas Zucker. Bevor wir mit dem Aufschlagen beginnen, können wir auch schon mal parallel dazu die Schokolade schmelzen. Dafür am besten einfach die Schokolade in eine Metallschüssel geben und langsam über dem Wasserbad erhitzen. Genau, und dann würde ich sagen, starten wir jetzt direkt auch schon. Fangen mit dem Vollei an. Das müssen wir jetzt nämlich erstmal aufschlagen mit Zucker. Also sobald die Schoki schön flüssig ist, könnt ihr sie jetzt langsam und auf niedriger Stufe in die Volleimischung einrühren. So. Und solange das Ganze jetzt auch noch warm ist, kommt jetzt die Gelatine direkt dazu. Dann einfach dazugeben und dann löst sie sich auch schon direkt auf. Und dann muss sie einfach nur noch gut untergerührt werden. Die Gelatine muss vorher unbedingt in kaltes Wasser eingeweicht werden. Einfach so 5 bis 10 Minuten, bis sie schön weich ist. Und dann unbedingt richtig gut ausdrücken, dass die ganze Flüssigkeit rausgeht. Sollte sich die Gelatine nicht so gut auflösen und noch ein großer Gelatineklumpen vorhanden sein, dann könnt ihr es einfach nochmal kurz über dem Wasserbad erwärmen, bis die Gelatine sich aufgelöst hat oder ein bisschen in die Pfanne geben und da nochmal schmelzen. Jetzt kommt unser Fichtelnadelöl dazu. Hierbei ist wirklich wichtig, es ist extrem konzentriertes Öl, demnach sehr aromatisch. Demnach würde ich mich immer ein bisschen rantasten von den Tropfen her. Also ich fange jetzt mal mit 2 Tropfen an, schlage dann den Rahmen drunter. Je nachdem, wie intensiv man es möchte, kann man noch einen Tropfen dazu tun. Also 2 Tropfen sind sehr gut, sind sehr ausreichend. Es schmeckt schön intensiv danach. Für manche, die es vielleicht nicht so intensiv möchten, würde ich halt empfehlen, sogar nur 1 Tropfen zu nehmen. Und ansonsten gießt es jetzt bei den Zielvermögen. 2 Tropfen sind super. So, jetzt kommt das Ganze in einen Spritzbeutel und dann füllen wir das Mousse in unsere Silikonform ab. Und während die dann friert, machen wir dann unser Heidelbeergelee. So, während unsere kleinen Mousse-Törtchen jetzt im Gefrierer sind, können wir das Heidelbeer-Sauerkirsch-Gelee vorbereiten. Dafür einfach wieder die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Jetzt müssen wir nur noch die Heidelbeeren mit der Sauerkirschpaste und dem Zuckerwasser zusammen aufkochen. So. Die Heidelbeeren sind jetzt leicht eingekocht. Man hat immer noch so Stückli, genauso wie es haben will. Die Gelatine auch einfach wieder ausdrücken, dass wir relativ wenig Flüssigkeit haben. Und dann einfach einrühren und sie löst sich relativ schnell aus, weil sie noch recht heiß ist. So. Jetzt habe ich hier meine Silikonform mit Halbkugeln. Das sind 3 cm Durchmesser. Die Halbkugeln werden jetzt einfach mit dem Gelee gefüllt. Das Ganze wird jetzt auch gefroren. Circa auch einfach eine Stunde bis 2 Stunden, einfach dass man auf der sicheren Seite ist. Und die restliche Masse fülle ich jetzt noch schnell in den Dressiersack ab. So, die restliche Geleemasse, die jetzt eben nicht in der Silikonform ist, die bleibt jetzt im Dressiersack. Die könnt ihr einfach so bei Raumtemperatur stehen lassen. Dadurch zieht sich nicht schnell genug an und wir können später noch sehr gut abfüllen. Und jetzt müssen wir einfach warten, bis unsere Mousse und das Gelee durchgefroren ist. Das dauert so circa 1,5 bis 2 Stunden und dann können wir endlich weitermachen. Das leckere Patisserie ist jetzt fertig durchgefroren. Demnach können wir es jetzt endlich aus der Form lösen und dann noch schön mit Velvet Spray ansprayen.
Dafür habe ich mir jetzt eine drehbare Tortenplatte geholt und mit Backpapier ausgekleidet. Da muss ich später deutlich weniger putzen. Ist mega genial. Dann können wir jetzt vorsichtig das Mousse aus der Form lösen. Ich empfehle euch auch immer noch so zwei oder drei auf einmal rauszutun, weil es relativ schnell antaut und den Rest wieder in den Gefrierer zu geben. Das Velvet Spray habe ich jetzt vorher schon mal in lauwarmes Wasser gestellt. Dadurch lässt sich jetzt einfach viel besser versprühen. Also der Sprühnebel wird viel feiner und es kommt auch mehr raus. Deshalb ein genialer Tipp, würde ich euch dringend raten, das auch zu machen. Kurz schütteln. So, ich habe mir jetzt hier noch einen schönen Teller geholt und dann könnt ihr nämlich auch direkt das Patisserie da drauf setzen. Und dann nehmen wir eben das übrig gebliebene Gelee und füllen damit das Loch ein bisschen auf. Und darin setzen wir jetzt dann die gefrorenen Halbgelee-Kugeln. Jetzt habe ich mir hier noch so kleine grüne Zweigli geholt, einfach weil es nochmal ein bisschen schöner aussieht, wenn man noch so ein kleines i-Tüpfelchen als Dekoration macht. Ich habe jetzt auch noch so ein schönes Goldspray, das kann man natürlich auch noch cool verwenden. Vor allem jetzt zur Vorweihnachtszeit passt Gold natürlich super gut. Und dann könnt ihr einfach noch ein bisschen Gold drauf verteilen oder auch ein bisschen mehr, je nachdem wie gern ihr Glitzer habt. Also, das Patisserie ist fertig und wie ihr seht, konnte ich wirklich jetzt mit wenig Aufwand sowas ganz schönes kleines zaubern. Und vor allem, es braucht auch wirklich nicht viel Dekoration, die Formen sprechen eigentlich schon quasi für sich und vor allem durch das Velvet Spray und das Goldpuder bekommt es nochmal so das extra Highlight. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Macht das Rezept unbedingt nach, es ist wirklich ganz fein und vor allem ist es mal was Spezielleres. Abonniert bitte unbedingt den Kanal, dann verpasst ihr auch nie wieder unsere neuesten Videos. Zudem verlinken wir auch immer unseren Blogbeitrag und unsere Homepage, da könnt ihr auch gerne mal durchstöbern. Da findet ihr auch alle Produkte und benötigten Utensilien, die wir jetzt hier verwendet haben. Ich verabschiede mich jetzt und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!